Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Und zwar geht es heute um das Spiel Taichipan 3 Dragon Hunter. Und zwar habe ich vor, ein Let's Play Together zu machen. Und für die, die jetzt noch nicht die Möglichkeit hatten, sich zu bewerben für dieses Let's Play Together, möchte ich jetzt hier noch die Möglichkeit bieten, sich bewerben zu können. Es laggt ein bisschen. Ja. So, ich drück's mal hier, weil das nervt immer. Und zwar suche ich insgesamt noch drei Leute, weil es können 10 Leute in einem Team sein. Und jetzt auch für die, die jetzt schon im Team sind, bitte hört ganz genau zu. Schaut am besten das Video komplett an, weil ich werde hier noch wichtige Informationen sagen. So, für die, die jetzt nicht wissen, was Taichipan 3 ist, also was für ein Spiel das ist, ist ein MMO, und auch wenn manchen Leuten MMO überhaupt nichts sagt, ich werde hier kurz mal erklären, was ein MMO ist. Ein MMO ist im Prinzip ein Spiel, in dem ihr die Möglichkeit habt, verschiedene Charaktere auszuwählen, die verschiedene Klassen haben. Hier in dem Spiel ist es jetzt einfach, der Charakter hat seine Klasse. Du kannst nicht verschiedene Klassen haben, du kannst einfach den Charakter auswählen und der hat seine eigene Klasse. Ich zum Beispiel habe eine Bogenschützin. Ich werde für das Let's Play aber einen anderen Charakter stellen. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass man am Anfang auswählen kann, welcher Allianz man dazu gehört. Ich gehöre der Löwenallianz momentan dazu mit dem Charakter. Im Let's Play werden wir der Panda-Allianz beitreten, dann werden wir auch einen neuen Charakter erstellen. So, und was ist jetzt ein MMO genau? Naja, es gibt verschiedene Quests, die man erfüllen muss. Ich habe hier zum Beispiel noch nicht Level 42, daher kann ich diese Quest auch nicht machen, also diese Aufgabe. Ja, hier sieht man auch den Erfahrungsbalken. Hier gibt es auch so verschiedene Tagesquests und so. Genau. Die Steuerung erkläre ich jetzt noch kurz für die, die das nicht wissen. Also ich. Ach ja, ich habe vergessen zu sagen, das Spiel gibt es für Smartphone. Kostenlos. Das heißt, ihr könnt es entweder auf Android oder iOS spielen. Andererseits ist es auch noch für PC zu haben. Aber seit dem Update ist ein bisschen umständlich, das zu spielen bzw. sich anzumelden. Und jetzt will ich noch sagen, bis wann ihr die Zeit habt, euch zu bewerben. Und zwar bis zum 18. Januar 2018. Das ist ja eigentlich schon fast bald für die anderen. Was? So lange geht's noch? Ja, ich werde in der Zeit eigentlich fast keine Zeit haben, um Let's Play aufzunehmen. Deswegen geht's noch so lange. Und eben, ich möchte euch jetzt noch allen, die die Möglichkeit noch nicht hatten, sich zu bewerben, die Möglichkeit bieten. Sollte jemand sich am 19. noch einschreiben, werde ich den nicht mehr berücksichtigen. So, die Steuerung geht folgendermaßen. Auf dem Smartphone bewegt ihr den Charakter hier. Mit, ja. Kamera dreht ihr, indem ihr hier irgendwo drauf drückt. Den Pfeil habt ihr nicht, den ich habe, denn ich spiele das Ganze auf dem PC. Hier gibt es eine Minimap. Bei mir stehen auch verschiedene Dinge. Also wenn ihr hier drauf drückt, zentriert ihr eigentlich die Kamera, positioniert ihr hinter ihr, beziehungsweise wenn ihr hier auf 2,5D habt, was glaubst du an das? Naja. Das eigentlich so. Ach, die geht automatisch dahin. Dann gibt es hier noch die Heilungsfunktion. Dann frisst sie irgendetwas oder isst sie etwas. Euer Charakter. Jetzt habe ich schon wieder dieses, was auch immer für ein Symbol hier. Hier gibt es die verschiedenen Attacken, wie man angreifen kann und so. Ich hoffe, ich kämpfe jetzt nicht gerade gegen einen Spieler. Stadtbewohner. Ja, dann gibt es auch das Springen. Also ich kann das alles mit anderen tun. Hier gibt es irgendwann mal für euch noch Reittiere. Ihr seht, ich habe schon
manche, nicht alle. Wenn ihr nochmal drauf drückt auf das gleiche, verschwindet die wieder und dann kommt eine Zeit, Ablaufzeit. Das Reittier kann auch sterben, das müsst ihr wissen. Hier oben wird eure Gesundheit und eure, wie sage ich, Magieleiste, kann man fast sagen, angezeigt. Hier ab und zu, was ihr bekommen habt. Ich zum Beispiel eine Truhe, dann kann ich auf Benutzen gehen, dann bekomme ich irgendwelche Items. Ja. Hier, wie gesagt, sind die Quests. Wenn ihr ein Team erstellen wollt, könnt ihr hier draufklicken, zum Beispiel Team erstellen. Ich habe jetzt leider keine Freunde, die on sind. Sonst kann man hier unter Freunde, wobei vielleicht Pausenbrot wäre. Könnte man hier zum Beispiel auch Hund hinzufügen, dann den, ich weiß auch nicht, sowas eingeben, dann suchen. Existiert nicht, ja, egal, ich sag mal, Haus, vielleicht findet man ja sowas, existiert auch nicht. Hier könnt ihr auch herausfinden, ob den Namen es schon gibt oder nicht, wenn ihr, ja. Also ihr könnt dem Charakter, den ihr stellt, einen Namen geben und so kann man euch dann auch finden und hinzufügen. Ich habe jetzt einen komischen Namen ausgewählt, egal. So. Dann gibt es hier auch noch Mails, da bekommt man irgendwie täglich irgendwelche Dinge. Die kann man abholen dann. Eben bei Team erstellen, da wird auch einem vorgeschlagen, welche Spieler on sind und oder welche Teams hier schon sind. Eben wie gesagt, man kann 10 Teams haben. So, soll immer wieder rausgehen. Man kommt auch anders rein. Wichtig ist auch noch, hier kann man auf die Map klicken. Da gibt es hier verschiedene Funktionen. Etwas, das ich noch nicht gesagt habe, ich kann hier einfach da klicken, dann läuft sie automatisch dorthin. Das ist auch bei den Quests so. Hier steht zwar Geschichte, da kann ich sagen, du sollst dahin, sie teleportiert sich hin und greift dann diese Vogelwesen auch an. Wenn sie es nicht tut, muss ich einfach nochmal drauf drücken. Ja. Die Kamera ist einfach immer ein bisschen blöd. Man kann auch zoomen. Genau. Ich mache dann eigentlich alles automatisch. Ja. Ob wir das dann im LP so machen oder nicht, das weiß ich noch nicht. Ich denke, am Anfang können wir das denn schon so machen. Dann noch weitere Erklärungen. Ach ja, was auch noch wichtig ist, hier werden ja nur Vogelmenschenkrieger angezeigt, aber nicht wie viele ich besiegen muss. Das ist ein bisschen das Problem hier. Wichtig ist auch noch, das wusste ich lange nicht, ihr könnt hier eine Art unterziehen und findet dann noch viel, viel mehr Quests. Ja. Diese Quests sind immer gut zum, ich sag mal, ein bisschen LP zu sammeln. Eins auch noch wichtig, ihr könnt auf die Karte gehen und dann entsprechend dort drauf drücken, dann läuft sie automatisch dorthin. Zum Beispiel mit dem Reittier, ich kann auch ohne Reittier weiterlaufen. So, ganz wichtig ist, wenn man auf sie drauf drückt, also auf den Charakter, ihr habt hier sehr wahrscheinlich so ein blödes Ding, das im Weg ist, das könnt ihr auf die Seite schieben. Das ist das Symbol vom Entwickler oder vom Spielentwickler. Hier gibt es Charakter, Ausrüstung. Also wichtig ist, wenn ihr jetzt auf Charakter geht, dann habt ihr hier das komplette Inventar. Ich habe halt hier relativ viel schon in meinem Inventar. Ich habe jetzt aus Versehen auf etwas drauf gedrückt. Eigentlich müsste ich nicht das... Ach so, geht es auch. Auch mit Wäschen. Okay. Hier zum Beispiel Attribute, hier seht ihr zum Beispiel den Namen, hier könnt ihr ab und zu mal Punkte vergeben. Anscheinend kann ich das gerade nicht, ist auch egal. Eben unter Rucksack findet ihr euer komplettes Inventar, eigentlich müsste hier Inventar stehen. Dann gibt es Fertigkeiten, die ihr hier aufleveln könnt, das wird euch im Prinzip alles im Spiel erklärt. Dann gibt es noch Titel, da habe ich nur einen.
Hier oben werden die Münzen angezeigt, dann irgendwelche Kristalle und sonstige Dinge. Es gibt auch hier Läden, zum Beispiel Ausrüstung. Ach, Ausrüstung ist, wenn ich das Ganze hier. Ich könnte die Ausrüstung verstärken. Zum Beispiel hier draufklicken und. Ach so, der will sogar das Passwort wissen von mir. Gut. Als Sicherheit anscheinend. Die haben eine neue Sicherheit beim Update gemacht. Gut, okay, nicht schlimm. Dann gibt es hier Reittiere. Alles, was ich schon habe. Auch wenn das jetzt nicht so ganz stimmt. Irgendwie verstehe ich das nicht. Egal. Jedenfalls könnt ihr auch unter Jagd gehen und dann findet ihr zum Beispiel die Tiere, die ihr jagen gehen könntet. Ich könnte jetzt zu dem sagen, wir gehen dahin, dann betreten und so weiter. Aber das werden wir alles im LP dann noch sehen. Da gibt es auch Begleittiere, habe ich nicht. Denn sozial ist nochmal das gleiche wie Freunde. Ich weiß nicht, wieso das sozial genannt wird. Wichtig hier, die Einstellung ist ganz in der Mitte. Hier könnt ihr die Grafik einstellen. Ich habe auf Bestes, weil auf dem PC ist das eigentlich ohne Problem machbar. Wenn ihr auf dem Smartphone spielt, würde ich auf Bestes gehen, weil ja, das Ganze braucht halt viel Leistung. Und auch noch wichtig zu sagen ist, wir werden über Skype miteinander chatten. Das heißt, also nein, ein Telefon. Gespräch. Und ja, hier gibt es auch noch Foto. Es gibt einen Fotomodus, dann wird hier die Steuerung erklärt, beziehungsweise wird die nur angezeigt. Ihr könnt irgendwie auch noch mit einem Joystick spielen. Hier. Untätig, wenn ihr untätig seid, Kontosicherung gibt es erst neuestens. Und das wäre die Tastatur Steuerung. Naja. Egal, dann gibt es noch Quests. Da sollte euch angezeigt werden, was ihr momentan habt. Aber die verstehe ich noch nicht so ganz. Wie Fraktion. Ach so. Genau, die Fraktionsquest, die Tagesquest, wenn wir draufklicken. Ich glaube, die momentan aktiv sind. Hammerstadt. Militärrang, ja, ich glaube, das hat damit zu tun, was ihr geleistet habt in dem Spiel. Ein Versteigerungshaus kann man erst ab Level 50. Dann gibt es einen Laden, hier könnt ihr manche Dinge kaufen mit komischen, alles Mögliche, was ihr erhaltet. Es gibt auch eine Gildenladen. Wir haben eine Gilde erstellt, jedenfalls. Und da gibt es eine Rangliste, da bin ich nicht mal zu sehen. Was ja auch klar ist, da wird jeden Tag wieder eine neue Lage, kann ich auch noch nicht. Also. So, ich kann jetzt auch mit Escape hier raus. Aber ich bin irgendwo hin. Okay, egal. So. Was ist auch noch wichtig? Genau, wenn ihr darauf klickt, könnt ihr. Also, erstens mal. Wichtig. Es werden euch hier die Koordinaten angezeigt. Das heißt, wenn jemand fragt, naja, wo bist du, dann kannst du ihm sagen, ja, die Koordinaten, ah ja, die werden hier auch. Könnt ihr einfach eingeben, zum Beispiel kann ich jetzt 128 und 215 eingeben, dann läuft sie dahin und los. Genau. Das ist wichtig. Eines ist auch noch wichtig, es gibt hier normalerweise Punkte, die angezeigt werden, und wenn ich da drauf drücke, wird Schnellreise angezeigt. Darum habe ich eines ausgeschlossen, und zwar die Flugnotenpunkte. Sonst, ich kann es ja auch mal ruhig anzeigen. Wenn ich jetzt hier. Ich habe einen Kolleg, beziehungsweise einen, der mit hier spielt. Der mitspielt, wenn er da drauf drückt und auf Abbrechen geht, dann wird er automatisch teleportiert. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Update das besser gemacht hat. Das Gebiet kann man auswählen. Okay, gefangenes Gebiet. Gebiet.
Okay, ich weiß nicht, was die alles beim Update jetzt gemacht haben. Ich habe es auch noch nicht durchgelesen. Ist mir eigentlich auch egal. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Monster sucht, auch oder höher Level braucht, auch zu Level. Was gibt's? Level 90er Monster hingehen. Naja, von denen gibt es leider nicht viel. So, sonst zu sagen ist noch. Hier gibt es auch einen Chat. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr da hin. Wenn ihr jetzt ein Team erstellt hättet, dann könntet ihr da auch hin. Team könnt ihr auch erst ab irgendwie Level 3 oder so erstellen bzw. hinzufügen. So, jetzt alles Wichtige, das um das LP geht. So, ich werde meinen Greif hier holen. Einfach mal rumfliegen. Wo wollen wir denn hin? Ich sag mal, so diesen Punkt. Ja, man kann wirklich herumfliegen. Und zwar kann man auch steigen und sinken. So, wichtig fürs LP. Oh, wir können ja hier oben drauf. Wichtig fürs LP ist eben, wir werden skypen und wir werden komplett von vorne beginnen mit einem Charakter. Das heißt, wir erstellen uns einen neuen Charakter, werden die Panda-Allianz spielen. Die kenne ich noch nicht. Da werden wir einen neuen Charakter erstellen und warten dann bis alle dazugekommen sind. Das heißt im Prinzip, man kann mit dem Charakter erstellen mal beginnen an dem Tag, wo wir da anfangen wollen, wo dann auch alle können. Ja. Und wir werden dann komplett miteinander die Quest der Reihe nach, also das heißt diese Tagesquest, beziehungsweise nicht Tagesquest, die Handlungsquest abschließen. Am Anfang ist es halt das Problem, wir können nicht im Team das abschließen, weil wir erst ein Team werden können, wenn wir, naja, eben ein gewisses Level erreicht haben. Wir werden aber diese Quests dann auch vorlesen. Das habe ich jedenfalls beschlossen. Das heißt, am besten wäre das so, nicht nur, dass ich vorlese, sondern dass wir der Reihe nach lesen werden, was die dann uns sagen. Ja. Ich hoffe, das klappt auch ohne Probleme. Und ihr könnt die Betonung ändern. Ihr könnt von mir aus auch ein bisschen, naja, ein bisschen so Konversation ein bisschen anders gestalten. Ihr könnt auch ein bisschen erfinden, was die sagen. Aber das werden wir dann noch sehen. Heute geht's mir gut und dir so und nein, ich meine, ab und zu sind da auch ein bisschen Übersetzungsfehler, weil das ich weiß jetzt gar nicht, ob das von der USA her ist, wo das erstellt hat oder ob das in Japan ist. Jedenfalls, wenn man die PC-Version herunterlädt, steht da USA und sonst gibt es noch eine Seite, die ist auf, ich weiß auch nicht, Koreanisch, Japanisch oder sonst irgendwas. Nicht ganz genau angeschaut. Wichtig ist aber auch noch eines, wenn wir sowas haben wie ich jetzt hier, dann dürfen wir die Tagesquests, die anderen Quests auch machen. Das kann heißen, dass man ab und zu mal auch alleine Quests macht. Aber sollten jetzt zum Beispiel hier bei mir alle Level 42 sein, werden wir zuerst mal warten, bis jeder dieses Level hat und erst dann mit dieser Quest hier fortfahren. Ja. Das heißt auch, es kann mal einen Unterbruch bei mir beim Let's Play natürlich geben, dass ich hier sage, ja, wir unterbrechen hier mal. So, alles andere steht dann in der Videobeschreibung. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, dann schreibt es gerne hin und die schreiben hier Russisch. Ich glaube, ich habe alles erklärt, wie das Ganze hier abläuft, also von der Steuerung so. Und ja, ich wünsche euch natürlich schon im Voraus schöne Weihnachtstage bzw. Feiertage und naja, das gute neue Jahr werden wir sicher dann auch mit diesem Let's Play Together Paichipan genießen. Auch den Link für das Spiel werdet ihr in der Videobeschreibung finden für den Store. Und ja, eben ihr braucht einfach noch Skype. Und am besten Kopfhörer.
Alles andere werde ich denn auch noch erklären. Also, liebe Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne in die Kommentare. Und ja, wie ihr mich auch auf Skype findet, das findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und eines ist auch noch wichtig: Wer sich hier nicht an die Regeln halten wird, bei denen werde ich nicht zögern, die rauszuwerfen aus dem LP, also Let's Play Together. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einfach findet, ja, nee, ich mache jetzt alleine weiter, na, egal. Ich habe jetzt Bock, einfach meinen Charakter aufzuleveln und meine Quests einfach mal weiterzumachen, ohne Let's Play oder einfach während dem Let's Play einfach mal voranzurennen und dann ist irgendwie, wir sind irgendwie da so Level 14 und der ist Level 25 so. Dann kann ich sagen, wenn jemand das tut, dann muss der auch nicht im Let's Play dabei sein. Dann kann er von mir aus ganz alleine das Ganze spielen. Ach ja, anvisieren kann man hier auch noch. Also, ich hoffe, ihr habt Bock drauf und macht's gut. Bis zu einem anderen Video oder wir sehen uns hoffentlich im Let's Play wieder. Also, während der Aufnahme. Macht's gut. Tschüss!